Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Plague Tale Innocence. Ja, und weiter geht's. Wir sind in der letzten Folge der Inquisition glücklicherweise entwischt, haben da hinten sogar einen erledigen können. Einer ohne Helm, denn für viel mehr sind wir derzeit noch nicht ausgerüstet. Wir haben nur unsere ganz normale Steinschleuder mit dabei, aber die ohne Helm, die kann man damit schon ganz gut aus dem Weg räumen. Das haben wir in der letzten Folge auch gut hinbekommen. Jetzt geht's weiter. Wir sind weiterhin auf dem Weg zu Laurentius. Ich würde mal sagen, da können wir sogar mal wieder aufstehen. Da sind wir halbwegs in Sicherheit. Wer weiß, es sieht aus, als ob bald die Sonne untergehen würde. Und wir wissen ja ganz genau, was in der Nacht hier passiert. Da kommen die Ratten hervor und die wollen wir so schnell bitte nicht wiedersehen. So, weiter geht's hier hinüber. Über das kleine Bächlein. Und Hugo fragt sich natürlich jetzt die ganze Zeit, warum suchen die nach mir? Aber selbst wenn wir eine Antwort hätten, die wir natürlich nicht haben, weiß ich nicht, ob er ihm die einfach so sagen können. Es hat bestimmt irgendwas mit seiner Krankheit zu tun. Eine mysteriöse Krankheit. Die Mutter Beatrice hat ja versucht, durch verschiedene Tränke, durch verschiedene Kräuter ihn zu heilen, was nicht ganz funktioniert hat. Aber die Frage ist, was löst seine Krankheit aus? Und das wissen wir bis dato immer noch nicht. Oh, spielt da jemand Hugo? Verstecken? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. So, da habe ich nämlich gerade gesehen, es gibt hier ein Collectible bei einem Bootswrack kurz vor der Plantage, vor der Hugo Verstecken spielt. Ist das möglicherweise hier irgendwo schon gewesen? Ein Bootswrack. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück, dann nach drüben. Aber ich sehe hier eigentlich weit und weit, breit kein Bootswrack. Da vorne war auch nur ein Steg. Wo haben wir denn hier eins? Am Flussufer. Bootswrack am Flussufer. Ach, vielleicht da hinten. Das kann natürlich sein. Dass dort irgendwo ein Wrack rumliegt. Wir werden mal ganz kurz gucken, bevor wir ihn suchen werden. Ein bisschen Spaß muss sein, wobei natürlich der Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt ideal kommt. Vor allem, weil, wie gesagt, die Sonne, glaube ich, bald untergeht und dann haben wir einen Arsch offen. Das sieht gut aus. Das sieht aus wie ein Bootswrack und da haben wir dann, denke ich mal, unser nächstes... Das sind Beulen vom Biss. Sammelobjekt. Eieieiei. Notizen. Aufzeichnungen. Er war Alchemist. Na, hoffentlich nicht den, den wir suchen. Tagebuch eines Alchemisten. Das Tagebuch eines Denkers aus dem Orient und Freundes von Laurentius, der das Wüten der Pest in entfernten Ländern beschreibt. Das große Böse trat demnach zuerst in Zentralasien auf, wo es ganze Bevölkerungsteile ausgelöscht und die Weiterentwicklung der Gesellschaft verhindert hat, bevor es Europa erreichte, um es mit demselben Schicksal zu schlagen. Beispielsweise über die Seidenstraße ist eben dann die Pest auch bis zu uns gekommen und hat hier aber auch einen ganz großen Teil der Bevölkerung erledigt, und zwar circa ein Drittel der damals lebenden Gesamtbevölkerung. Also eine ganze Menge. Und einer davon ist der hier. Die Beulen, starkes Fieber und ein blutender Husten. Das waren die Symptome. Und damals konnte man nicht einfach sagen, man geht ins Krankenhaus und wird dort behandelt. Da haben die Zeiten natürlich anders ausgesehen. So, das Sammelobjekt haben wir gefunden. Dann sollten wir jetzt nochmal unseren Freund finden, unseren kleinen Bruder, der sich hier irgendwo zwischen den Ranken rumtreibt. Hugo, wo bist du denn? Komm schnell her, bevor die Sonne untergeht. Buh, Hugo. Ah, da ist er. Hab ich dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Na, die strenge Schwester Amicia. Oh, die ist ja wirklich hier. Die strenge Schwester Amicia, die Inquisition meine ich. Aber ganz ehrlich, in so einer Situation spielen können wir dann, wenn der Platz frei ist. Sie sind hier. Wirklich, dass er uns vor dem Biss bewahrt? Das ist ein Heiliger. Er wird uns retten. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hab Vertrauen, Bruder. Neuiuiuiuiui. Okay, ich gehe mal hier zu meinen Artgenossen, zu den Schweindies. Hallo, Freunde. Hallo, hallo, hallo. Ein kleines Huhn ist auch noch da, aber viel mehr hat er wohl nicht mehr überlebt. Aber die sehen sehr wohl genährt aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die hier noch ein bisschen was zum Fressen bekommen haben.
Schlussendlich, naja gut, die Leiche da hinten sieht ja auch ziemlich frisch aus. Wenn die schon mal da gelegen wäre eine Nacht, dann wäre von der wahrscheinlich nicht mehr viel. Und gesagt, da oben sitzt ja auch noch eins. Hallo. Also der wird anscheinend erst vor kurzem gestorben sein. Ein Töpfchen. Bock, 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 bock. Da wird gebrütet. Ganz fleißig. Dass die nicht wegfliegen, die haben gar keine Angst vor uns. Gut, wir haben ja auch keine Angst vor denen. So, was haben wir da noch? Nichts mehr. Der Hühnerstall ziemlich sauber gehalten. Und da würden wir wieder nach draußen kommen. So, zumindest ein bisschen was mitnehmen können. Das ist ja auch schon mal schön. Da unten flunkert der nächste Topf rum. Da sollten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz vorbeischauen. Die gucken ja eh nicht in unsere Richtung, hoffe ich. Nee, alles in Ordnung. Ach, das ist ja gar kein Topf. Das sind ja die Steine, hoppla. Na, die nehme ich mir auch mal gerne mit. So, und da wird es anscheinend weitergehen, so wie es aussieht. Uiuiuiuiuiui, guck mal einer an, das erinnert mich sehr an... Ich glaube, die zweite Folge war es, als wir mit der Mutter durch die Gärten verschwunden sind. Da mussten wir nämlich auch abwarten und den richtigen Moment nutzen, um von einem bis zum nächsten Weg zu kommen. Und ich glaube mal genau dasselbe werden wir hier auch nochmal machen müssen. So, ich gehe da mal ganz kurz hier rein. Vielleicht können wir ja hier schon raus. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich würde natürlich gerne mal alles einmal sehen. Okay, das sieht aber nicht so aus. Das sieht nicht so aus, als ob wir da weiterkommen würden. Können Sie ja vielleicht mal so versuchen, ohne dass uns der bemerkt. Oh, sie sind überall. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ob das der richtige Weg ist? Ich glaube nicht. Weil wir können natürlich später nochmal hier vorbeischauen, aber ob wir da wirklich viel finden werden. Ich gehe mal lieber da unten lang, da kommen wir definitiv mal schneller weiter. Wir kommen nochmal zurück, sollten wir da unten dann irgendwo anders hinkommen. Wobei ich glaube, dass das alles sowieso irgendwie zusammenhängt. Da vorne kommen wir übrigens auch nochmal rein. Aber da steht der andere, Herr Kollege. Oder kommen wir da rüber? Ah, wir würden da rüber kommen. Weißt du, was wir mal machen? Wir trennen uns mal ganz kurz. Wir lassen ihn mal hier. Beziehungsweise vielleicht mal da vorne. Uah. Ich bin gleich wieder da. Kein Mucks, in Ordnung? Na gut. So, dann versuchen wir mal unser Glück da drüben. Ich hoffe nur, der schreckt nicht die Leute auf, wenn wir uns zu weit von ihm entfernen. Hoffen wir mal aufs Beste. So, zumindest was zum Sammeln gibt's hier, Gott sei Dank, Salpeter. Da vorne ist aber sonst nichts mehr. Okay, da gibt's nur diese eine Truhe drin, Gott sei Dank. Passt, 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 das passt. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Hugo. Hierher. Alles gut, Hugo. Ich komme. So, und dann versuchen wir mal unser Glück, wie wir es damals im Garten gemacht haben. Genauso müssen wir es jetzt hier nochmal machen. Wir warten ab, bis er weitergeht. Und gehen dann schnell durch. Ich habe gehört, was in Sauveterre passiert ist. Ein Sturm ist mitten in der Nacht übers Lager gezogen. Alle Feuer wurden vom Wind und Regen gelöscht. Ein Rattennest hat sich direkt unter ihren Füßen aufgetan. Nur zwei haben überlebt. Die hatten sie aber schon gebissen. Verdammte Seuche. Verdammte Ratten. Ich weiß ja nicht, warum die da immer nur denselben Weg abpatrouillieren. Das ist ein bisschen komisch. So. Uha. Oh, guck mal. Das ist ja einer ohne Helm. Ohohoho, sehr schön. Töpfelein liegt auch hier. Ja, aber was können wir denn jetzt da oben machen? Müssen wir da oben hin? Oder wie, oder was? So, ich weiß schon mal, was wir auf jeden Fall als nächstes machen werden. Da ist wieder so eine Kalkpresse anscheinend. Wir warten mal, bis der ankommt. Dann gehen wir da drüben ins Gebüsch hinein. Und ballern den mal den Schädel weg. Da haben sie schon mal ein fettes Rattenloch. Theoretisch sollten wir die jetzt hier eigentlich mal arbeiten lassen. Weil das muss ja irgendeinen Sinn haben, was die hier tun mit dem Kalk. Der eine hat zwar gesagt, das bringt nichts.
Aber da schießen wir uns ja quasi ins eigene Bein, wenn wir die Arbeit nicht machen lassen. So, ich versuch's mal. Was? Find's ein bisschen schade, dass wir die Leichen nicht wegtragen können, aber es guckt ja eh keiner, hoffentlich. So, mal gucken, was der Schönes dabei hat. Nur zum bisschen, zumindest ein bisschen Salpeter, das finde ich schon mal gut. Der eine bewegt sich überhaupt nicht da drüben. So, ich lasse den. Soll ich den mal da stehen lassen? Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Was? Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Puh, da hat er richtig Schiss bekommen gleich. Na gut, ich kann es ihm nicht übel nehmen. Verhalte dich ruhig und warte hier auf mich. So, bleib mal ganz kurz da, mein Lieber. Ich würde gerne mal zu der Truhe da hinten hinschauen. Eigentlich habe ich nur den Helm gesehen, aber die Truhe nehme ich auch gerne mit. Ja, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Sehr gut, sehr gut. Stoff haben wir eh nur zwei. Das ist gut, dass wir da jetzt ein bisschen mehr dabei haben. Aber jetzt will ich natürlich schon wissen, wo wir da hingekommen wären, wenn wir oben lang gegangen wären. Was gibt's da zu sehen? Du kannst herkommen. Sofort. Irgendwas muss es dort ja geben. Ich denke mal, das wäre vielleicht ein einfacherer Weg gewesen. Aber ich will dort schon rauf. Also das möchte ich schon machen. Ich glaube eher, das ist der einfachere Weg, aber oben ist der schnellere Weg. So rum wird es, glaube ich, sein. Da haben wir mehr Schutzmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und die gehen genau parallel. Haben wir eigentlich so ein Ding dabei jetzt? Ja. Da können wir, wenn wir da durch wollen, genau nur jetzt in diesem Moment gehen. Oder wir gehen da vorne rum. Das wäre die Alternative. Machen können wir gegen die nichts. Die haben beide einen Helm auf. Das Gute ist, wir hören zumindest die Geräusche nicht. Okay, ins Haus möchte ich natürlich auch gerne mal rein. Es gibt so viel, das ich erkunden möchte. Guck mal, da oben wäre das gewesen. Da kann man den ja vielleicht mal so ablenken. Geht das? Ah, scheiße. Geht nicht. Dreck. Na gut, wenn es so nicht geht, dann müssen wir wohl den Topf rausholen. Und den dann versuchen, da irgendwie nach hinten zu bringen. Was soll dieser ganze Lärm? Ich nehme Hugo jetzt mal mit. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn wir uns zu weit von ihm fortbewegen, dann bekommt er ja Panik und Angst. Und das möchte ich vermeiden, dass er dann da rumschreit oder sowas. Deswegen nehme ich ihn mal lieber mit. Auch wenn es natürlich die Sache noch ein bisschen unsicherer macht. Nichts. Ah. Sieh mal, Hugo. Du kannst sicher da durchkriechen und von innen aufmachen. Ja, aber welche Tür ist die Frage? Weil da direkt davor, da steht ja der Herr Kollege. Naja, wir können sie ja mal probieren. Geh weiter, Hugo. Ja. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Macht er die Tür jetzt direkt dort auf, wo er ist? Oder macht er das Fenster vielleicht auf? Gibt es da unten eigentlich was am Steg? Nee. Wie schön die Umgebung hier aussieht. Ach, da ist er ja schon wieder. So, theoretisch sollten wir jetzt hier reinkommen können. Ich lasse ihn mal kurz da stehen. Und keinen Ton. Ich bin bald wieder da. Ich rühre mich nicht. So, was haben wir da Schönes? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist ein blutiges Messer. Da wurde anscheinend jemand umgebracht. Guck mal, ich dachte, da wurde ein Tier erlegt, aber da wurde anscheinend jemand umgebracht. Man sieht ganz viel Blut am Stuhl. Nicht im Stuhl, sondern am Stuhl. So, gehen wir wieder raus aus diesem gruseligen Gebäude. Hallo. Was, kommen wir da jetzt gar nicht mehr raus, oder wie? Doch, ich wollte schon sagen, wir müssen durch die Tür, Gott sei Dank nicht. Komm, vorsichtig. Na gut. So, und die große Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir hier denn bitte schön weiter? Vielleicht ja von der anderen Seite. Wir haben keinen Topf mehr dabei, Leute. Die einzige Richtung, in die wir den anlocken könnten, wäre in unsere.
Guckt der in unsere? Eher nicht. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Speicherpunkt, finde ich das gut? Eigentlich ja nicht so. So. Bitteschön, wo wären wir da oben denn hingekommen? Das möchte ich jetzt aber wissen, das kann ja gar nicht sein. Ist das wirklich der schnelle Weg da oben gewesen? Was haben wir denn da gemacht? Na gut, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir denn das hier überhaupt? Wahrscheinlich eher mal so. Den hier anlocken. Und dann hinüber ins nächste große Feld. Achso, warte mal, ich brauche einen Topf. Was war das? Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier. Ich bin nicht verrückt. Doch. Ich habe was gehört. Ja, ja, geh mal gucken. So, Problem ist, da stehen ganz schön viele drumherum. Wir könnten die natürlich auch auseinandernehmen. Zumindest die ohne Helm, also den einen. Hoffentlich ziehen sie uns hier bald ab. Rein gar nichts. Dann können wir endlich zurück zur Bastion. Hey, stimmt's eigentlich, dass der Großinquisitor da Ratten seziert? Um zu sehen, was sie im Bauch haben? Warum auch nicht? Wir können ja nicht bis in alle Ewigkeit Kalk in ihre Löcher schütten. Aber manche sagen, das wäre Ketzerei. Ketzerei wär's nichts zu tun. Die Inquisition unternimmt immerhin was. So, und ich glaube, jetzt haben wir endlich mal eine Möglichkeit, hier wieder wegzugehen. Ich würde ihn liebend gerne mitnehmen. Aber ich glaube, das wird nichts. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Das ist gar nicht mal so leicht hier. Wir könnten den Topf irgendwie da nach hinten werfen. Und dann versuchen, hier rüberzukommen. Die Frage ist nur, was machen wir dann, wenn wir dort sind? Ich glaube, das werden wir dann gleich rausfinden. Wir brauchen den Topf. Da drüben gab es ein Geräusch. Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Die Umgebung ist ruhig. Mhm. Na gut. Jetzt ist sie das, ja? Aha, da geht's anscheinend weiter. Also sieht zumindest jetzt so aus, als ob es da weitergehen würde. Hast du was gesehen? Ich glaube nicht. Na, ich würde das auch so sehen. Ja, 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 ja. So. Oh fuck, da kommt der nächste. Hey. So, ich gehe mal hier rein. Das ist nämlich genau der Weg, den wir hätten lang gehen können. Schau mal einer an. Und den würde ich liebend gerne jetzt auch nochmal lang gehen. Wir haben den langen Pfad ja schon mal besucht jetzt gerade. Jetzt können wir mal den kurzen Pfad besuchen. Und gucken, wie weit wir da kommen würden. Und da geht's dann anscheinend in die Freiheit. Da geht's weiter. Da wollen wir hin. Aber ich möchte natürlich auch gerne mal gucken, was wir dort drüben noch mitnehmen können. Wir können uns den einen definitiv mal schnappen. Vielleicht sogar den zweiten dort ein bisschen weiter oben. Und bei dem hier würde ich sagen, dem spazieren wir einfach mal nach. Einfach nur, damit wir mal alles gesehen haben. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. So, lassen wir ihn vielleicht nochmal ganz kurz leben. Solange sie uns nicht allzu sehr stören. Zu weit weg, leider. Wird das da funktionieren? Leider glaube ich auch zu weit weg. Schade. Bleib hier und kein Mucks. Na gut. Wir können ja mal was probieren. Was ist das? Scheiße. Scheiße. Hey, da ist jemand. Hey, wir werden den morgigen Tag nicht mehr erleben.
Ihr Monster! Lasst ihn in Ruhe! Das ist das. Upsi! Neustart vom Kontrollpunkt, aber von welchem denn? Ich hoffe, da unten war einer. Ach so, von hier. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Scheiße. Ich wollte nicht sterben. Wir haben es bisher ganz gut hinbekommen, ohne zu sterben. Das war jetzt ein blöder Fehler. Ai. Okay, wir müssen das aber irgendwie lustig lösen. Kein Mucks, in Ordnung. Ich warte auf dich. Wir können es natürlich auch versuchen, dass wir den einen vielleicht mal außer Gefecht setzen. Ach, guck mal, hier hätten wir ja auch rüberkommen können, ohne irgendwie groß Aufsehen zu erregen. What the fuck? Wieso geht das denn nicht da hinten? Oder sollen wir es tatsächlich mit dem Topf versuchen? Ich würde die gerne beide ausschalten. Aber dann haben wir gar keinen Topf mehr. Na gut, wir können es ja mal so probieren. So, hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Beide außer Gefecht. Und der Kleine hat nichts davon mitbekommen. So. Kleiner. Alles gut, Hugo. Ich komme. Weiter geht's. So, man sieht zum Glück genau, wo er sich bewegt. Also, wo er sich gerade befindet, weil sich das Heu dort ein bisschen bewegt. So, lala. Na, läuft ja wie am Schnürchen. Die wäre natürlich viel einfacher zu erledigen gewesen, wenn wir von der anderen Seite gekommen wären, aber das habe ich ja nicht gewusst, dass wir hier oben auch lang spazieren können. Zumindest haben wir jetzt einen einfachen Weg wieder retour. So, ich glaube, da hinten ist das eine Häuschen, wo wir gerade eben angefangen haben. Das wäre ja der viel einfachere Weg gewesen da oben. Aber gut, wir hätten sowieso beide Wege gehen müssen, also von dem her völlig egal. So, was macht er da im Kreis spazieren? Ja, es sieht ganz danach aus. Okay, da sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Lustigerweise gibt es genau hier eine Truhe. Na, Glückwunsch. Und wie ihr mich kennt, muss ich die natürlich jetzt mitnehmen. Weißt du, was peinlich wäre, wenn es genau dort nichts geben würde für uns? So, bleib mal da. Warte ruhig und warte hier auf mich. Ich rühre mich nicht. Was war denn das? Das war der Wind, sicherlich. So. Nimm. Es gibt tatsächlich nichts. Das ist ja wirklich doof. Okay. Folge mir. Leise. Sofort. Na gut, also ja. Hätte ich das am Anfang schon gewusst, dass wir da so easy-cheesy auf die andere Seite kommen, dann hätte ich mir das hier unten sparen können. Wobei unten natürlich viel mehr zum Looten war. Also, beides hat seine Vorteile. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Der Weg ist ja nicht unbedingt ein schwieriger. Und wir haben uns den Weg ja auch schon, ich sag jetzt mal so, ein bisschen freigeschossen. Das geht ganz gut mit der Schleuder. Hätte ich mir nicht gedacht, dass wir da wirklich beide erledigen können. Ich habe gedacht, das dauert vielleicht ein bisschen zu lang oder der weiß dann genau, wo wir sind. Aber der guckt natürlich zuerst mal den an, der da umkippt. Und dann interessiert er sich für den Rest. So, was haben wir da noch nicht mitgenommen? Ach, die Steine von gerade eben. Okay. Na gut, dann gehen wir mal ganz kurz zurück und da hinten ist auf jeden Fall mal der Punkt, wo es weitergeht für uns. So, wir machen einfach dasselbe, was wir vorher gemacht haben. Von einem hohen Gras zum nächsten hohen Gras. Das ist ja wirklich einfach. Also hätte ich das gewusst, hätten wir uns da unten das Ganze ja ganz anders aufbauen können. Naja, egal.
So, gehen wir mal hier lang. Ich weiß gar nicht, ob wir da vorher lang gekommen sind oder nicht. Schnell! Okay, alles gut. Niemand hat das bemerkt. Na gut, na gut, na gut. Ah. Die bewegen sich ja schon. Guck mal. Sie haben zum Glück immer wieder ein paar Fackeln aufgestellt, dass da keiner so einfach rauskommen kann. Aber da müssten sich theoretisch nur ein paar opfern, die Fackel irgendwie umstoßen können, dann wird hier alles brennen. Wäre auch doof. Und dann hätten sie freie Bahn, theoretisch. So. Was haben wir da jetzt, bitteschön? Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Irgendein eingestürztes Gebäude. Da wird es anscheinend weitergehen, aber gibt es da oben, habe ich da nicht gerade irgendwas flunkern sehen? Aber da kommen wir doch bestimmt nicht hin. Kann ich den Pfeiler da hinauf? Nee. Na, da kommen wir doch hundertprozentig hin. Wie soll man denn da raufkommen, bitteschön? Ich lasse ihn mal kurz hier stehen. Bleib hier. Natürlich. Guck mal schnell von da. Nee, aber da flunkert nichts. Da flunkert höchstens das Licht rein durchs Fenster, aber das war's dann auch. Okay, ich glaube, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, wie wir da oben raufkommen. Komm das geht gar nicht. Ich werde dir helfen. Ja. Sonala. Wer kommt hier? Was ist da los? Ist dort schon die Nacht hereingebrochen möglicherweise? Kommen uns dort schon die Ratten entgegen? Rückzug, wenn sich die Inquisition zurückzieht, dann können ja nur die Ratten kommen. Ich dachte, die kommen hier lang geschossen. Huiui, ich hab schon Angst bekommen, wo wir uns jetzt verstecken werden. Naja, liebe Freunde. Wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Oje, oje, oje. Und Hugo geht's schlechter und schlechter und schlechter. Und wir hatten das letzte Mal, als er wieder so einen Anfall bekommen hat, sofort 1000 Ratten vor uns stehen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht der Fall sein wird. Denn sonst sieht's schlecht für uns aus. Aber mal gucken, wir lassen uns mal überraschen, wie es weitergehen wird in der nächsten Folge. Wir sind zumindest wieder halbwegs in Sicherheit. Wobei die Inquisition gerade ihren Rücktritt erklärt hat, zumindest von diesem Gebiet hier. Also, ich möchte gar nicht wissen, was da auf uns zukommen wird. Morgen geht's weiter in der nächsten Runde bei Let's Play Plague Tale Innocence. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss!